Wenn jemand ein Gebet verschläft, mal so eine Thematik nebenbei. Wenn jemand ein Gebet verschläft, also er ist schlafen gegangen, bevor die Gebetszeit eingetreten ist. Ja? Ihr wisst ja, also jede Ibadah hat sogenannte Bedingungen der Pflicht, Bedingungen der Pflicht, Shurut al-Wujub, und Bedingungen der Gültigkeit. Bedingungen der Pflicht, das heißt, solange diese Bedingung nicht gegeben ist, bist du noch gar nicht dazu verpflichtet. Die Pflicht ist noch nicht da, ist noch nicht präsent. Beispielsweise beim Maghrib ist es die Pflicht der Bedingung ist der Sonnenuntergang. Ist die Sonne noch nicht untergegangen, besteht die Pflicht nicht, also du bist nicht angesprochen davon. Nehmen wir mal an, du gehst vor Maghrib schlafen. Zurück zu der Frage, jemand geht vor dem Maghrib schlafen und wacht dann erst später auf, nachdem das Maghrib bereits abgestrichen ist. Hat er sich versündigt? Nochmal zurück zum Hadith Nummer 1. Der Schlafende ist nicht zurechnungsfähig im Zustand des Schlafes, bis er aufwacht. Das heißt, er hat geschlafen, er war noch nicht angesprochen von der Pflicht. War ja noch gar nicht verpflichtend für ihn, richtig? Die Bedingung der Pflicht war nicht gegeben. Dann ist er durch den Schlaf in einen Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gelangt und ist aufgewacht, als das Gebet vorbei war. Diese Person ist nicht versündigt. Und daher stellt sich eine Frage, gibt es eine Fatwa, die ist ein bisschen, also gemäß dem Madhab zumindest, der Madhab der Hanabila, ist sie ein bisschen fragwürdig. Und zwar wurde mal jemand gefragt, diese Aussage geht aber nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass das Unterlassen eines einzigen Gebetes, also absichtliches Unterlassen, vorsätzliches Unterlassen eines Gebetes, eine Form des Kufr darstellt. Und wenn wir mal davon ausgehen würden, jemand setzt absichtlich seinen Wecker morgens früh erst nach dem Fajr. Er geht also nachts schlafen, lange bevor das Fajr überhaupt eintritt, und setzt seinen Wecker beispielsweise immer für 9 Uhr. Nehmen wir mal an, das ist der Madhab. Also dass das einzige Unterlassen des Gebets Kufr ist, das ist aber nicht der Madhab. Das ist aber nicht der Madhab. Also die Rechtsschule von Ahmad ist nicht dementsprechend. Aber wir gehen mal davon aus, jetzt wäre dieser Mann, der das macht, dadurch in den Kufr verfallen? Eigentlich geht das nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht, weil er während des ganzen Schlafes unzurechnungsfähig war. Nehmen wir mal an, er steht auf. Das Gebet ist eingetroffen und er wacht auf und schläft dann vorsätzlich weiter mit der Absicht, nicht zu beten. Also wir gehen davon aus, dass er die Absicht hatte zu beten. Er hat gedacht, wenn ich aufstehe, wenn ich zur Zeit aufstehe, dann bete ich, wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Was ich sagen will, ist aber, dass diese Fatwa nicht zu vereinbaren ist mit diesem Sachverhalt.